Hi ihr Lieben, ich bin's wieder. Willkommen bei meinem Mini-DM-Haul. Ja, ich war vor kurzem beim DM. Mir fehlten einige Produkte und dann bin ich so gestöbert und hatte nichts zu tun und habe dann ein bisschen länger bei DM verbracht und habe mir dann so einige kleine Produkte mitgenommen, die ich euch gerne heute mal zeigen möchte, ob die sich als Fail herausstellen oder ob das ein richtiger Kauf war. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu den Sachen sagt. Ich bin auch gespannt, wie die so sind. Und ja, lasst euch überraschen. Also wie gesagt, es handelt sich um ein Mini-Haul. Gut, dann fangen wir mal an. So, ich habe mir diesmal viele kleine Pinsel gekauft, weil ich musste mein Sortiment ein bisschen aufstocken. Die fehlt mir nämlich noch. Ich habe mir als erstes zeige ich euch einen Pinsel von Essence. Und zwar Concealer Brush. So einer fehlte mir noch. Ich finde die von Essence immer total schön. A, wegen den Farben. B, weil auf den Pinseln selber immer so richtig schöne Muster drauf sind. Also das gefällt mir bei Essence wirklich sehr, sehr gut. Ich finde das total schön, dass da so schöne Muster drauf sind. Hier bei dem Concealer Brush. Oha, wie macht man das denn jetzt auf, ohne das zu zerstören? Ja. Tesafilm. War ja klar. So. Hier. Ich finde den total schön. Die Farbe ist schön. Fühlt sich weich an. Und ja, also ich werde immer von bunten, schönen Pastellfarben auch angezogen. Und ja. Versuchen wir doch mal, was der so kann. So. Versuchen wir den direkt mal. Wie der so ist. Ich teste den einfach mal so ein bisschen. So, ich tue mir erstmal den Concealer drauf. Wie immer auch den von Essence. Mit dem komme ich ja total gut klar. Habe ich ja schon gesagt. So. Der gefällt mir. Oh, jetzt habe ich ihn direkt schon mit meinem Lippenstift versaut. Ach, so eine Schweinerei. Naja, ja, also, das war mein erstes Produkt. Ich finde die Pinsel total niedlich wegen den Mustern. So. So, als nächstes habe ich mir auch wieder von Essence, auch wieder in so einen schönen Pastellton, wieder einen Pinsel. Und zwar einen präzisen Eyeliner Brush. Um so schöne Linien zu formen. Ja, der ist sehr, sehr dünn. Der hat eine sehr, sehr dünne Spitze. Etwas so. ja, wie immer, auch hier super schön eingepackt. Super schönes Muster. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was steht hier drauf? Ah, präzise Eyeliner-Pinsel. 3 in 1 zum Verwenden von Gel-Eyeliner, nassem Lidschatten oder deinem Lieblings-Augenbrauenprodukt. Ah, für einen präzisen Lidstrich platziere den Pinsel an der Innenseite des Auges. Tipp für einen... Ah, okay. Also, wie ihr seht, ich bin mal gespannt, was der so kann. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, weil ich bin schon geschminkt und jetzt hier noch so ein Strich. Wäre ein bisschen was doof, aber der ist wirklich total schön. Schön klein. Und ich kann mir vorstellen, dass man damit sehr präzise arbeiten kann. So. Kommen wir zu meinem nächsten Produkt. Und auch wieder ein Pinsel von Essence. Es tut mir leid, aber ich finde die Farben so schön. Und diese Muster, wirklich. Und man darf nicht vergessen, mir fehlen wirklich Pinsel. Ich habe nur so alte, uralte Schrottpinsel. Und es wurde echt mal Zeit für neue Pinsel. So. Das ist ein Blush Brush. Rosa Pastell. Auch schönes Muster. Ah, oh, der ist schön weich. Oh, ist der weich.
wirklich. Also, ernst bleiben. Nein. Ich finde den total putzig, schön. Versuchen wir den mal direkt aus. So, um den Pinsel für euch zu testen, habe ich meine Lieblings-Blush Artist Shading Palette von Catrice mir ausgesucht. Und ja, mit dem Namen Bronze Eclat, nicht vergessen. Ich finde die Namen immer so geil. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal, weiß ich nicht. Ich habe hier schon so viel drauf geklatscht, wenn ich jetzt noch mehr drauf tue. Okay. Oh. Was ich an dem Pinsel schön finde, also es geht wirklich so locker fluffig. Den anderen, den ich habe, ich glaube, der ist auch nicht dafür geeignet, den ich bis jetzt immer genommen habe. Im Vergleich zu dem, also finde ich den wirklich schön, weil dass die so locker fluffig hier so zack, 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 zack geht. Nee, ich glaube, der wird jetzt öfters benutzt. Nee, schön weich, es geht wirklich total leicht. Gefällt mir sehr gut. Also kann ich nur empfehlen. So, das nächste Produkt. Trommelwirbel. Was kann das wohl sein? Aber jetzt versprochen, oder? Nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Versprochen. Der letzte Pinsel. Diesmal nicht von Essence, sondern von Evelyn. Ein Präzisions-Lidschattenpinsel. Hatte ich auch noch nicht. Ja. Langweilig schwarz. Deswegen finde ich die Essence-Sachen schöner. Ja. Ich mache den mal auf. Also. Schöne kleine Spitze. Okay, da kommt Staub raus. Ist das normal? Hm, wahrscheinlich. Ah, was nicht so schön ist, der ist jetzt mal im Vergleich zu den anderen hier, ist nicht so schön verarbeitet. Der hat, war ja klar, passiert wieder sowas. Hier, der hat hier, wo der hier, das ist hier die Spitze, hier ist das zum Festhalten. Der hat hier so Kleberückstände hier in den Rillen. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen schade, ein bisschen doof. Ja, muss nicht sein, oder? Wenn man etwas nicht so gut verarbeitet und das dann verkauft wird. War klar, wer bekommt wieder sowas? Ich. Super, echt super. Ich versuche das jetzt mal, wie er sich sonst so gibt, wenn er schon Kleberrückstände hat. Immer ich. Das ist gemein. Manchmal frage ich mich echt, warum immer mir sowas passiert. Okay. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt nicht geschminkt wäre, damit kann man auf jeden Fall präzise arbeiten. Ja, also gut ist er auf jeden Fall, dank seiner, dank seiner kleinen Spitze. Ja, nur bin was enttäuscht von der Verarbeitung. So, wie versprochen, das war der letzte Pinsel. Es geht weiter. So, kommen wir zu einem Blush Ball von Essence. Ja, in der Farbe 10 Peach Candy. Ich bin mal gespannt. Was steht da drauf? Da steht drauf, gebackenes Rouge, seidige Textur, einfach aufzutragen, gebacken, also vom Backen, ich backe einen Kuchen. okay, gebackenes Rouge, was auch immer jetzt gebacken bedeuten soll. Ich kann mir vorstellen, da es ein Blush Ball ist, macht man dann einfach so zack, zack, zack. Finde ich cool, habe ich jetzt noch nicht gesehen bei anderen Marken. Ihr wahrscheinlich schon, aber ich noch nicht. Für mich ist das neu. Ich freue mich, ist hier irgendwas kaputt bei mir? Fehlt hier irgendwas? Irgendwas zersplittert? Nein, es ist in Ordnung. Endlich mal. Ja, also dann macht man wahrscheinlich... Okay, ich bin jetzt hier wahrscheinlich komplett voll mit Sachen, aber ich wollte euch das ja mal testen, mal zeigen. Okay,
seidige Textur gebacken. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, ich finde es sieht cool aus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich aussehe, weil ich erkenne mich jetzt nicht so gut. Ja. Ist für mich neu, so ein gebackenes Rouge, vor allem das Wort gebacken. Blushball. Mir gefällt's. Ist mal was Neues. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr auch sowas habt. So, das nächste Produkt ist. Ja, wo soll ich anfangen? Und zwar von dieser Marke hier gibt es extrem viele Produkte, also in sämtlichen Duftvariationen. Und das ist, also ich sag euch mal, von wem das ist. Das ist von Triacle Moon. Das Schöne an diesen Sachen ist, also das ist jetzt einmal, ist das jetzt Hand? Ah, das ist Körpermilch. Ich habe davon auch Handcreme und Duschzeug. Genau, es gibt auch in großen und kleinen Flaschen. Und das Tolle bei diesen Fläschchen ist, die haben alle verschiedene Geschmackssorten, wollte ich schon sagen. Alle verschiedene Geruchssorten, kann man das so sagen. Die aber wirklich total hammermäßig riechen. Wirklich, man könnte das am liebsten aufmachen und ausschlürfen. Und was ich auch total schön finde, hier vorne ist ein Spruch. Auf jeder Flasche steht ein Spruch. Und das finde ich so schön. Der das gemacht hat, also wirklich Daumen hoch, super süße Idee. Und auch bei jedem ist dann immer so ein Bildchen drauf. Das hier ist zum Beispiel Körpermilch für trockene Haut. Das nennen die That Vanilla Moment. So, und der Text. Verführerisches Nichtstun. Meine Gedanken sind federleicht und segeln davon. Woran ich jetzt denke? Pustekuchen! Ich kann doch nicht alles verraten! Total schön. Da steht überall immer drauf, ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. Finde ich eigentlich schade, wenn es wirklich so wäre. Ich finde diese Sachen total super. Mal gucken, wie es riecht. Okay. Tun wir mal ein bisschen auf die Hand. Ja, es riecht gut. Es riecht gut. Also es riecht wirklich gut. Verführerisches Nichtstun. Kann man das als solches bezeichnen? Ich finde es lecker. Es riecht wirklich gut. Und diese Sprüche. Hier ist so ein kleines Mädchen mit einem lila Luftballon drauf. Also diese Produkte sind wirklich schön. Gefallen mir wirklich gut. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt das nächste ist auch von der gleichen Firma. Und zwar, ach genau, das ist neu. Das hatten die von der vor ein paar Monaten, wo die Sachen, glaube ich, neu rauskamen, gab es das noch nicht. Das ist jetzt ein Körperspray. Ich meine, das gab es vorher nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ach, okay, ich habe mir das Körperspray auch in demselben Geruchston gekauft wie diese Körpermilch. That Vanilla Moment, auch vorne ist wieder derselbe Spruch. Ja, nur halt in Körperspray. Für alle, denen Haut und Umwelt am Herzen liegen. Belebender Duftspaß mit Langzeitwirkung. Okay. Ja, dann sprühe ich mal ein bisschen hier in die Luft. Oh, das riecht wirklich gut. Oh, richtig toll. Also, ich kann euch die Produkte nur empfehlen, wirklich. Das riecht wirklich... Jetzt riecht mein ganzes Zimmer richtig... Wie nennen die das? Verführerisches Nichtstun. Ha, einfach mal die Seele baumeln lassen. Riecht toll. Also auf dem... Ja, das ist wirklich... Also ich glaube, man hat lange was von dem Geruch. Leute, ich empfehle euch das. Es riecht wirklich super lecker. Ich bin froh, dass ich mir das gekauft habe. Weil so Körperspray benutze ich eigentlich lieber im Sommer. Weil im Winter ist man eh bis hier oben hin eingemummelt. Da muss man sich nicht noch irgendwie entfalten. So, jetzt kommt mein nächstes Produkt. Und zwar, lacht mich bitte nicht aus, von Balea ein Augenkonzentrat. So, das sind so kleine Ampullen. Die tut man dann hier so drunter für die ersten Fältchen.
Übrigens, fragt mich nicht, wie alt ich bin. Vielleicht verrate ich es euch ja noch. Ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich bin in dem Alter, wo man sich über solche Produkte langsam mal ein paar Gedanken machen muss. Ich schäme mich. Ja, habe ich noch nie benutzt. Das ist dann mein erstes Mal. Ich merke, ich werde alt, voll der Absturz. Aber ja, irgendwann werde auch ich mal sowas nehmen müssen. Ja, das habe ich mir leider gekauft. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil... So, das nächste ist ein Augen-Make-up-Entferner 2 in 1 von Garnier. Bis jetzt hatte ich immer von L'Oreal, die fand ich richtig gut und ich wollte mal ein neues ausprobieren. Augenärztlich getestet, neu, reinigt intensiv, pflegt die Wimpern. Ja, ich versuch mal, wie so die Textur davon ist. 2 in 1. Okay. Mal gucken. Okay. Also, ich kann jetzt nicht besonders sagen, jetzt sehe ich bestimmt total ulkig aus. Hier voll geschminkt und hier dann weiß. Okay, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Textur jetzt so... Also ich weiß nicht, ich habe von L'Oreal 2 einmal Milch und einmal so das Pärchen davon. Das eine, das ist richtig schön cremig. Also das gefällt mir richtig gut, wenn man sich abschminkt. Hier das jetzt hier von Garnier. Es fühlt sich nicht so weich jetzt an wie das L'Oreal, was ich habe. Naja, werden wir mal sehen. Vielleicht entpuppt es sich ja doch noch als gut. Ich will jetzt nicht hier komplett hier mein Gesicht volle Kanne abschminken. Ja, vielleicht habt ihr damit schon mal Erfahrung gemacht und könnt mir vielleicht was sagen, ob euch das gefällt, ob ihr andere Sachen besser findet. Ich würde mich über eure Kommentare natürlich sehr gerne freuen. So, mein letztes Produkt ist von Balea. Ein ungebremster Extreme Styler für blitzschnelle Powerlooks in der Stärke Nummer 6. Ja, ich habe gedacht, ich will mal was mit meinen Haaren versuchen. Und da kann man sich ja mal so einen ungebremsten Extreme Styler mal kaufen. Anwendung, ins feuchte oder trockene Haar einarbeiten und Frisur nach Lust und Laune formen. Versuche ich doch mal, ob das wirklich so stark ist. Also, ja. Ich teste das jetzt live für euch vor der Kamera. Okay. Es riecht leicht zitronig. Ui. Okay, es riecht, ja, wirklich wie Zitrone. Gut. Für ungebremsten Extreme... Was? Ungebremster Extreme Styler. Ja, dann... Ach, du Scheiße. Oh Gott. So. Oh. Ich würde mal sagen... Das hält, was es verspricht. Uah, meine schönen Haare. Ui. Ich glaube, ich sehe jetzt ziemlich scheiße aus. Aber ich wollte das für euch nur mal testen. Oh, das hält wirklich. Okay. Also riechen tut's gut. Und? Wow. Mein Pony hält. Ich glaube, ich sehe scheiße aus. Gut. Ui, das klebt aber ganz schön. So. Ja, ich kann mir vorstellen, man kann mit diesem Extreme Styler, ungebremst, eine Menge anfangen. Ich bin froh, dass ich ihn mir geholt habe. Mal gucken, was ich damit für ungebremste Frisuren herbeizaubern kann. So, ihr Lieben, das war's mit meinem Mini-DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mir irgendwelche Tipps geben könnt oder ihr Erfahrung mit anderen Produkten habt, die ihr jetzt besser findet, würde ich mich über eure Kommentare freuen. Natürlich, immer gerne. Ich schreibe auch zurück. Ja,
ich bin zufrieden beim Einkauf und die Sachen, wenn ihr möchtet, ich schreibe die unten noch in die Infobox, wie die einzelnen Produkte hießen, damit ihr, falls ihr das auch Lust habt oder denkt, ach ja, das würde ich auch gerne mal haben, schreibe ich unten in die Infobox und damit ihr das vielleicht schneller finden könnt. So, ich hoffe, euch hat mein Video mit meiner schönen neuen Sturmfrisur, nein, Sturmfrisur ist nicht, ungebremste Frisur gefallen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.